صارت بهجتنا هنو يلا اللي تحبون في حزتها العياد وش باقي غير العياد في غمرة بهجتنا هنو يلا اللي تحبون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شو السالفية زينكم؟ في أيام كلنا دو من كلن وانت wenn ihr euch dieses Gebäude von außen anguckt, dann seht ihr hier zum Beispiel solche Köpfe. Auf der anderen Seite dort hinten seht ihr alle möglichen Figuren. Und ehrlich gesagt, jeder Nicht-Muslim, jeder Katholik, ja, mit dem ich bisher gesprochen habe, und ich glaube, dass es kaum einen Katholiken gibt, weil das ist eine katholische Kirche, der nicht der Meinung ist, dass dieses Gebäude zwar riesengroß ist, aber total unheimlich ist. Das würde echt als Geisterbahn durchgehen. Ja, da könnte man glatt eine Geisterbahn bauen. Und da möchte ich ihr etwas sagen, was man selber spürt, wenn man den Islam praktiziert. Ich bin normalerweise jemand, der immer auf rationale Beweise aus ist. Aber es gibt auch Dinge, wo wir sagen, da muss Allah ihm doch ein Zeichen gegeben haben. Tausende von Jahren, ja, sieht man, dass solche Gebäude gebaut wurden, sieht man, wie unheimlich diese Gebäude sind. Wie gesagt, ich weiß das selber von früher. Ich war Protestant gewesen, ich war evangelisch. Aber wenn man in die katholische Kirche gegangen ist, die ja bis zur Reformation die vorherrschende Kirche sozusagen gewesen ist, ja, sieht man, war es für uns unheimlich gewesen. Ja, und wenn man in eine Moschee reingeht, wie zum Beispiel die Moschee in Mekka, wie zum Beispiel die Moschee in Medina oder andere Moscheen, jede Moschee, wo man reingeht, es ist wirklich etwas, wo das Herz aufgeht. Wo man nicht das Gefühl hat, man geht in einen dunklen Ort, in eine Geisterbahn, vor der man Angst haben muss. Ich schaue das euch an hier. Ja, da passt so, wenn du die Pforten da hinten siehst, diese ganzen, ihr könnt ja selber das mal hier beobachten, wenn ihr die Pforten da hinten siehst, mit diesen ganzen Köpfen, da könnte glatt diese Musik von Frankenstein laufen, wenn du durch die Tür gehst. Dam, bam, ba, bam, bam, ba, bam, ba, bam, ba, bam, wie im Gruselkabinett. Ja? Und darüber sollte sich mal der ein oder andere Gedanken machen, ja? Ob da nicht ein Zeichen von Allah subhanahu wa ta'ala drin liegen könnte.